Brüder und Schwestern in Christus, am ersten Tag eines Kalenderjahres, also das Jahr 2014, hat in der Kirche schon ein bisschen früher begonnen, sind schon mittlerweile 4 Wochen. Das ist eigentlich ein kleiner Betrug, das, was wir gefeiert haben über die Nacht, aber Feiern gehört auch zum Leben. Auf jeden Fall am Anfang dieses Jahres, jedes Jahres, steht immer die Lesung aus dem Buch Numeri, die wir gehört haben. Der aaronitische Segen, also der Segen, den der Priester Aaron über das Volk im Namen Gottes aussprechen sollte. Und er hat es auch getan. Es ist einer der ältesten Texte der ganzen Bibel. Und seit mehr als 3000 Jahren segnen sich die Juden mit diesem Segen. Es ist ein wunderschöner Text, den wir auch oft in der Liturgie verwenden dürfen. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Das kennt jeder, wie es weitergeht. Und heute, in Verbindung damit, schauen wir auf Maria. Wir richten unseren Blick auf sie. Und es ist interessant zu sehen in ihrem Leben, dass sie irgendwie immer alleine stand. Klar, wir haben auch heute von der Erfüllung der Botschaft des Engels gehört. Das haben wir am Ende des Advents gehört, wie der Engel zu Maria kommt und ihr Großes verkündet. Da gibt es ein Gespräch und alles ist toll und schön. Und dann steht sie im Evangelium und danach verließ sie der Engel. Und wir wissen aus der Bibel, er kam nie wieder zurück, also zu Maria. Die hat ihn nie wieder gesehen. Was ist ihr geblieben? Ja, eine ungewollte Schwangerschaft, könnte man sagen. Sie hat zugestimmt, aber so richtig geplant hat sie das nicht. Die Blicke der Menschen, die auf sie mit Verachtung herabschauten. Man muss sich das vorstellen, eine junge, unverheiratete, eine sehr junge Frau, die schwanger wird. Auch heutzutage muss man sich vorstellen, eine 14-, 15-Jährige in der Schule wird schwanger. Wie wird sie angeblickt? Genau das hatte Maria dann. Diese Blicke, die waren ihre ständige Begleiter. Nicht, weil sie da in jungem Alter ein Kind bekommen hätte, sondern weil sie unverheiratet war. Für Josef war es auch verwirrend, das auszuhalten, diese Ungewissheit, von wem ist eigentlich dieses Kind, das Maria in sich trägt? Was soll das Ganze? Also das ganze Leben Mariens nach der kurzen Begegnung mit dem Engel hat nicht so ausgeschaut, wie man es gerne eigentlich hätte. Überlege dir, wenn du Kinder hast oder wenn du, sagen wir, theoretisch welche hast, kann man sich ja vorstellen, ist nicht so schwer. Was würdest du deinem Kind oder was wünschst du deinem Kind für das Leben? Nur das Beste. Und dann trifft Maria sowas, dass sie so missbilligende Blicke jeden Tag ernten muss. Sie hat in einem kleinen Kaff gewohnt mit 8, vielleicht 10 Häusern. Da haben alle gewusst, was los ist. Und so eine ist Maria. Und für mich ist es erstaunlich, wie sie das überhaupt ausgehalten hat. Man könnte sagen, ich habe genug, ich ziehe irgendwo weg. Nö, die ist ganz seelenruhig ihren Pflichten nachgegangen, hat das Kind großgezogen, den Mann geheiratet, der ihr zur Seite gestellt worden war. Höchstwahrscheinlich hat sie sich ihn auch nicht ausgewählt und hat ihr Leben einfach gelebt. Und sie hat aus dieser einen Botschaft des Engels herausgelebt, muss man auch kennen.
Und das Erste, wozu ich dich heute am Anfang dieses Jahres einlade, suche in deinem Leben diese Lichtblicke, die Maria nur einmal im Leben hatte. Sie hatte nur einen solchen Moment in ihrem Leben, wo sie sagen konnte, Gott ist mit mir. Und weil sie das geglaubt hat, ist Gott mit ihr geblieben, ihr ganzes Leben lang. In jeder Situation, unter jedem Blick, der sie verurteilt und verachtet hat, war kein Problem für sie. War sicher nicht einfach, aber es war kein Problem. Das Zweite, was man hier sehen sollte, Gott war es egal, dass sie so angeblickt wird. Ja, er hatte vielleicht Mitleid mit ihr, das weiß ich nicht. Man kann ihn fragen, wenn man so weit ist. Aber davon ist nichts in der Bibel. Gott ließ sich davon nicht beirren, was Menschen von Maria denken. Er hat das gemacht, was in der ersten Lesung beschrieben wird. Er hat ihr sein leuchtendes Angesicht zugewandt. Du musst dir das so vorstellen, in deinem dunkelsten Tag, an deinem dunkelsten Tag in deinem Leben, wo niemand von dir Gutes behaupten würde, wo du nur Schwierigkeiten vor dir siehst, kommt einer, der einfach da ist, und wenn er dich sieht, leuchtet sein Angesicht auf. Er hat in Maria etwas ganz Besonderes gesehen. Ich kann nicht wirklich nachvollziehen, was das war. Also mich und Maria und euch auch trennen voneinander ungefähr 2000 Jahre. Das wäre eine Anmaßung, irgendetwas da zu behaupten, was Gott in Maria wirklich gesehen hat. Aber sicher nicht das, was die anderen in ihr gesehen haben. Man kann sich Wörter vorstellen, Wörter, die die anderen, wenn sie Maria gesehen haben, benutzt haben, die denen in den Sinn gekommen sind. Und was macht Gott? Er wendet ihr sein Angesicht zu und lässt es über sie leuchten. Das ist das Einzige, was Gott im Leben Mariens eigentlich macht. Und erstaunlich ist, es reicht. Du brauchst auch nicht mehr als diese Gewissheit, die dich in deinem Leben begleitet, dass Gott einer ist, der, wenn er dich sieht, mit all deinen Schwierigkeiten, mit all deinen Sünden, mit all deinen Gebrechen, mit den Blicken, die auf dich von anderen gerichtet werden, wenn er dich so sieht, leuchtet sein Angesicht auf. Und er kann nicht aufhören zu lächeln, wenn er dich sieht. Das ist etwas, was Maria durch ihr ganzes Leben getragen hat. Wie schwer es für sie war, kann man sich noch zusätzlich vorstellen. In der Gesellschaft, wo Maria gelebt hat, wenn man die Berichte aus dieser Zeit liest, nicht aus der Bibel, sondern andere, ein Kind war nicht das Werk der Eltern, sondern ein Werk des Mannes. Der Mann hat es bewirkt, dass das Kind Leben bekommt. Die Frau war so ein Brutkasten, wenn man es so sagen darf. Und ja, dann ist das Kind da gewesen. So war die Sicht damals. Und was macht Gott? Er krempelt das Ganze um. Maria bekommt ein Kind ohne das Zutun eines Mannes. Das war erst eine Zumutung für die Leute, die um sie waren. Neid und andere schlechte Gefühle haben sie begleitet. Die hatte es nicht leicht und trotzdem. Sie ist die Einzige, von der wir wissen, dass sie mit Leib und Seele in den Himmel hinaufgenommen wurde. Weil sie hat Gott so gefallen, dass er es nicht mehr erwarten konnte, mit ihr zu sein.
Und so ist es auch mit dir. Gott kann es nicht erwarten, mit dir zusammen zu sein. Und das Einzige, was ich jedem hier in diesem Raum heute wünsche, ist, dass es dir so und mir wie Maria zugeht, dass wir von Gott in den Himmel aufgenommen werden. Und das heißt, dass ich es glaube, was Maria geglaubt hat. Dann wird jeder von uns, so wie sie, in den Himmel aufgenommen werden. Dass es nicht so einfach ist, sieht man an den 2000 Jahren des Christentums. Von keinem anderen wissen wir das, dass er es geschafft hat. Aber vielleicht bist du der Erste, die Erste, der es nach Maria gelungen ist, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen werden, weil du glauben wirst, das, was Gott dir zugesagt hat, weil du wirklich das in deinem Leben lebst, dass Gott dir seine ganze Aufmerksamkeit zuwendet, sein leuchtendes Angesicht, das dich anlächelt und ständig in deinem Leben, in jeder Situation begleitet.